terminated. Hallo, ich bin RipBrowserD und das ist ein Battlefield 3 Tutorial zu der M98B NoScope. Und zwar zeige ich heute, wie ihr präzise NoScope hier erstmal verfehlt. Und jetzt seht ihr, wo ungefähr der Schuss einschlägt. Und jetzt zeige ich euch nochmal das Fadenkreuz, da es hier schlecht zu sehen war. So, und ihr könnt euch ungefähr jetzt vorstellen, wie das Ganze aussieht mit dem Fadenkreuz. Und zwar geht der meistens in die rechte Schulter, wenn die M98B oben gehalten wird. Schaut euch mal ganz genau an, wie die Waffe im Kreise sich dreht, wenn man sich bewegt. Und jetzt, wenn man stillhält, geht sie zuerst nach oben. Und das ist der Moment, wo ihr schießen könnt und dann auch präzise trefft. Das Ganze könnt ihr natürlich üben und habt dann im Nahkampf keine Probleme mehr, auch mal No-Scope in Match reinzugehen und nicht einfach auf die Zweitwaffe wechseln müsst, sondern könnt den ersten Schuss so einfach setzen. So, und jetzt sehen wir das Ganze nochmal hier aus der Ferne. Sehr schön. Ich visiere an. Nochmal genau und drück ab und treffe. Ihr könnt also im Fernkampf, wenn ihr gut genug seid, auch ungefähr bestimmen, wo der Schuss hingeht. Und dann braucht ihr kein Visier mehr. Viele werden euch als Hacker bezeichnen, aber im Endeffekt ist es einfach nur Skill. Übt es mal, guckt, wo es ungefähr hingeht. Und dann würde ich sagen, werdet ihr auf jeden Fall einen sehr starken Aim besitzen. Das ist ungefähr hier jetzt nochmal aufgezeigt, der Bereich, wo die Trefferquote liegt. Und da geht der Treffer meistens hin, da oben von euch gesehen, links aus in der Ecke. Jetzt zeige ich euch noch mal ein paar schöne Fernsituationen No-Scope und wie ich natürlich sehr schön dabei treffe. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer RipBrowserD. Terminated.